Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. So, wir befinden uns immer noch hier um die Insel herum. Okay, das war seltsam. Wir haben noch 9 Minuten, bis das Schiff hier ist und das dann abstürzt. Also im Grunde genommen müssen wir eigentlich nicht mehr hier bleiben. Wir wissen ja, was passiert. Aber wir wollen zu Hans-Dieter dem Zweiten. Und dafür müssen wir hier erstmal rauskommen. Jetzt schwören können, dass ich schon rausgegangen bin. Aber ich habe mir die Folge nochmal angeguckt und ich bin's nicht. Okay, wie kommen wir jetzt hier raus? Ich muss nämlich was trinken, ne? Habe ich noch was zu trinken dabei? Gefiltertes großes Wasser, ja? Vital signs stabilizing. So. Die große Herausforderung. Ich hätte zuerst rausgehen sollen und dann die Aufnahme beenden. Das Problem ist jetzt, ich habe jetzt 2 Wochen nicht gespielt. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind oder wie wir hier rauskommen. Aber ich habe noch Platz für Lithium. Je mehr Lithium wir jetzt hier einsammeln, umso besser. Ich habe leider keine Signalboje, um das Ganze hier zu kennzeichnen. Freiheit! Haut ab! Ich mach dich kaputt, Junge. Komm her. Hier. Zurück ins Wasser mit dir. Sieht aus wie so kleine Alienschiffe hier, ne? Das sind nur Vögel. So. Wir haben uns noch ein bisschen Zeit, unten umzugucken. Und ich würde gerne testen, ob ich ein Alien mit dem Ding hier einfangen kann. Ich habe nicht mehr viel Energie. Also muss das irgendwie reichen. Okay, schwimmen wir mal kurz so runter. Komm ich hier rein? Nee. Wäre ja auch zu schön gewesen. Dass wir noch ein bisschen was erkunden können hier. Da unten ist noch eine Höhle. Die wird mich wahrscheinlich unter die Insel führen, oder? So viele. Ah, okay. Tasten zu drücken. Höhlenbusch. Ne, den? Jetzt will ich hier unten bestimmt verrecken. Wenn mir Sauerstoff ausgeht. Es führt einmal im Kreis, also. Spannend ist was anderes. Vielleicht können wir nochmal tiefer tauchen, ja. Ansonsten gibt es hier noch dieses Gebilde. Kann man vielleicht von unten da eindringen? Da ist auch noch was. Ich hole mal kurz Sauerstoff und dann gehen wir dahin. Oh, hi. Okay, es geht nicht. Darf ich dich scannen, ohne dass du mich wegschubst? Ich will dich doch nur scannen. Alles gut, wir sind Freunde. Ha! Bin da mal weg. Ich habe verdammt viel Leben verloren durch die Aktion, aber es hat sich gelohnt. Ich denke, den zu scannen ist eins der schwersten Sachen. Aber zum Glück war er gerade irgendwie ein bisschen blöd. Okay. Da wollte ich hin. Ich könnte auch zwar mit meinem Schiffchen hier durch die Gegend rutschen, aber ich glaube, die Einheimischen haben ein bisschen was gegen mein Schiff. Die mögen das wahrscheinlich nicht so wirklich. Und was soll denn die Konstruktion hier, wenn man nicht rein kann? Das ist auffällig hier. Aber das bringt mir auch nichts. Von unten ist da auch nichts. Letzte Seite. Nö. Ich hörte noch darunter, aber es hört sich so an, als würde da irgendwo die Megakackpratze sein und da möchte ich ohne Schiff natürlich nicht hin. Ich glaube, den Eingang kannten wir schon, ne? Ja, den kannten wir schon. Na gut.
Hallo. Aber du tust mir ja nichts, ne? Du bist ja lieb. Wir sind Freunde. Außer, dass du laut bist. Merke ich jetzt erst. In Sicherheit. Wir haben ja hier noch diese Palmen. Die könnte ich eigentlich bei mir zu Hause züchten, ne? Zum Überleben. Oh, guck mal, die Fische springen. Wie cool. Mir ist noch gar nicht aufgefallen. So. So eine fette Palme zu Hause? Die gibt bestimmt auch Wasser. Knollenbaum. Inventar voll. Wo ist mein Hans-Dieter? Nicht der Hans-Dieter, der Hans-Dieter. So, Seemodde einsteigen. Da. Frachtraum öffnen. Ah, packen wir ein bisschen was rein. So, violetten Tafeln kann ich auch erstmal behalten. Wer weiß, ob ich sie noch brauche. So. Ich hätte gerne ein Stück Palme. Ich weiß, die verderben schnell, aber wir können sie ja trotzdem einpflanzen, auch wenn sie verdorben sind. Guck mal, die geben tatsächlich ordentlich Wasser. Also rein theoretisch kann ich mir jetzt erstmal hier ein paar rausholen. Oh, mich schön vollfuttern. Oh, das ist gut. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mehr als einen zu Hause pflanzen kann. Aber einer würde mir komplett reichen. Man guckt es euch an. So, habe ich gerade Leben dazu bekommen? Ich glaube schon. So, jetzt wird es dunkel. Perfekt für den Absturz. Können wir den schon irgendwo sehen? Die müssten wir eigentlich schon in der Atmosphäre sehen können, oder? Also rein theoretisch, wenn man es real betrachtet. Ja, und dann müssen wir halt die Neptun bauen. Aber ich denke, wir müssen vorher den Virus loswerden. Es wäre keine gute Idee, mit dem Virus diesen Planeten zu verlassen. Abgesehen davon, dass wir dann wahrscheinlich abgeschossen werden. Es sei denn, die Sunbeam kommt einfach nur in der Atmosphäre und landet hier gar nicht. Obwohl, Landeplatz. Ja, die muss ja hier landen. Huch. Oh, das ist meine Seemotte. Oh Gott, ich habe das Licht angelassen. Welcome aboard, Captain. Ich wollte gerade sagen, was ist denn hier los? Was leuchtet denn das so? Da ist noch so ein kleines Viech. Ja, also eigentlich müssten wir das Ding schon sehen. So schnell können die gar nicht landen. Was ist mit den Viechern? Wieso? Wieso schweben die da in der Luft? Oh. Geht's los? Oh Gott, jetzt wird's abgeschossen. Oh Gott, da kommt jetzt die Kanone raus. Und es ist dunkel und wir sehen so wenig. Oh, das ist eine Riesenflak. Oh, oh. Survivor, we see you. Man, I don't know how you held out down there. We broke an atmosphere and we're descending towards the landing site. Wie könnt ihr mich sehen? Is that a building down there? What do you mean you can't identify? Ja, den habe ich gebaut, um euch abzuschießen. Da, da. It's coming from the building. Change course. Set thrusters to full.
Da ist nicht viel übrig geblieben. Die gönnen mir nicht mal mehr Loot. Ja. Ja. Ne, der Rettungsversuch. Jetzt kehrt er zur Ursprungsposition zurück. Ja. Ja. Passiert jetzt noch irgendwas oder können wir zurück? Ja, war nett mit euch. Ich würde sagen, ab nach Hause. Wir werden jetzt hier nochmal nach unten schwimmen. Einfach nur, weil wir das Gebiet noch ein bisschen durchforsten können. Da leuchtet es nämlich auch irgendwie ganz komisch. Aber es könnte das Zeug sein. Ist ärgerlich, dass ich noch keine Signalbojen bauen kann, wa? Ja, so viel dazu. Tiere, Fleischfresser, Warper. Ein aggressives Geschöpf, das sich selbst und andere teleportieren kann, keine genetischen Gemeinsamkeiten mit einheimischen Lebensformen, zeigt kein erkennbares Verteidigungsverhalten, Kopf, bla bla, Torso, Ja. Himmelsrochen. Der Höhlenbusch. Kurze Hinweise, Standort der fremden Einrichtung. Irgendwas greift mich an. Sag mal. Geht's dir gut? Auf mich anzugreifen? Ist das... Ist das ein großes Vorkommen? Das ist ein großes Bleivorkommen. Könnte ich einen Vorlaut gebrauchen. Ach. Na gut, wir sind ja hier einigermaßen in Sicherheit. Das sind ja Codes und Hinweise, ne? Aufgezeichnete Hintergrunddaten zu weiteren fremden Einrichtungen anderswo auf dem Planeten. Solchen Forschungseinrichtungen. Glaubt, die kennen wir ja. Wärmekraftwerk. Oh, innerhalb einer ausgedehnten natürlichen Felsformation in einem Gebiet mit starken vulkanischen Aktivitäten. Funktion Energieerzeugung für alle örtlichen Einrichtungen. Im Falle eines Ausbruchs werden Quarantäneverfahren mit sofortiger Wirkung automatisch eingeleitet. Okay, das heißt, das Wärmekraftwerk können wir noch irgendwo finden. Artefakte, fremdes Gewehr. Stimmt, wir können das jetzt machen. Weltenvernichter. Den will ich auch bauen. Fremde Datenkonsole. Da das Gerät in einer fremden Einrichtung gefunden wurde, war es nicht möglich, hilfreiche Informationen zu übersetzen. Trotzdem enthalten die Scans einige Informationen über das Gerät selbst. Es ist wahrscheinlich ein Festkörpercomputer, obwohl es keine erkennbaren Benutzeroberflächen gibt. Bei Annäherung begann es, eine niederfrequente Funkwelle zu erzeugen, die komplexe, aber erkennbare Datenmuster enthält. Wahrscheinlich haben die fremden Wesen, die diese Technik entworfen haben, sensorische Fähigkeiten oder einen sensorischen Apparat genetisch entwickelt, um die von dem Gerät ausgestrahlten Informationen zu hören, zu verstehen und zurück zu kommunizieren. Die mentale Verarbeitungsleistung, die erforderlich ist, um diese Art von Telepathie durchzuführen, setzt voraus, dass die Hersteller geistig wesentlich weiterentwickelt waren als der gewöhnliche Mensch. Beurteilung weiterer Untersuchungen erforderlich. Dieses Datenmaterial scheint eine Art mehrdimensionales Schema zu bilden. Durch die Abbildung des Musters im dreidimensionalen Raum ist es möglich, die für die interne Funktionsweise dieser Einrichtung ein grundlegendes Verständnis zu bekommen. Baumaterial. Das unbekannte Baumaterial der Einrichtung wird als ultraharte, nicht reaktive Metalllegierung identifiziert, die aus außerweltlichen Materialien sind.
synthetisiert wurde. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass es auf herkömmliche Weise beschädigt oder zerstört werden kann. Energie. Das Schema zeigt, dass die Einrichtung von einem separaten, selbsttragenden Kraftwerk angetrieben wird, das sich anderswo auf dem Planeten befindet. Hör auf, mit mir zu kuscheln. Ah, wir lesen das zu Hause weiter. Ganz ehrlich. Kann das sein, dass ich hier zum Wärmekraftwerk komme? Wir können ja ziemlich weit runter, ne? 900 Meter. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich mit den 900 Metern. Ich würde gerne die 1200 runter. Aber es geht hier so tief runter. Muss irgendwo der Eingang dazu sein. Hier sind die vulkanischen Aktivitäten. Aber ich glaube, hier waren wir schon mal. Kommt mir so saubekannt vor. Und ich glaube, ich habe die Megakackbratze gerade gehört. Ja, wir waren auf jeden Fall schon. Aber ich bin erschrocken. Alter, war doch kein Scheiß mit mir. Ich bin schreckhaft, ja? Ja, was haben wir denn hier? Doch ein Stück der Aurora. Vielleicht finde ich hier die Signalboje. Erstmal müssen wir einen Eingang finden. Ah, okay, Eingang gefunden. Ich würde dann hier mal aussteigen und dann direkt hier rein. Gucken, ob wir hier schon mal waren. Scheint so, ne? So leer. Praise the sun. Wegen so leer, ihr versteht schon. Wie, ihr greift mein Schiff an. Da ist ziemlich viel Stuff drin. Warte. Wieso ist mein Scanner jetzt weg? Hä? Ich habe ein bisschen Angst um mein Schiff, aber naja. Ich will eine verdammte Signalboje. Wo ist denn das Problem, dass ich eine Signalboje bekomme? Habe ich meinen Laserschneider dabei? Ja. Wenn ich die Signalboje hätte, ich hätte schon so viel markieren können, ne? Aber es wird mir einfach nicht gegönnt. Weißt du, und sobald ich die Signalboje in 20.000 Folgen bekommen habe, finde ich sie nur noch. Es ist doch immer so. Ja, zumindest haben wir jetzt ein bisschen mehr Zeit, uns umzusehen. Toll, nichts bekommen. Oh, Krebsschubkanone. So, hier müssen wir uns auch nochmal durchschneiden, ne? Oh. PRAWN Safety Instructions Appendix A14. Don't climb on or get off equipment while it's moving.
Na gut, holen wir uns kurz Sauerstoff und dann kommen wir nochmal kurz her und schneiden den Scheiß auf. Aber cool, hier findet man alles zum Thema Krebs. Okay, mein Schiffchen ist noch da. Alles gut. Hätte schon gedacht, die haben den kaputt gemacht. Wie ihr sein könnt. Okay. Arschloch! Wie, du greifst mein Schiffchen an. Jetzt muss ich erstmal da wieder reinfinden, ne? Okay, von hier aus. Hier entlang, da entlang, hier hoch, hier durch, da wären wir. Okay. Kann ich vielleicht mit der Schubkanone Sachen einsammeln, ohne auszusteigen? Weil das habe ich noch nicht begriffen, was der Krebs bringt, wenn ich immer aussteigen muss. Ist ja nicht sicher. Ein bisschen Heilung. Jetzt schwimm doch dahin. Orientierung fassen. So, hier haben wir noch. Ah, Medikit. Das hat sich jetzt mal gar nicht gelohnt. Die Typen da draußen, ne? Sollen sich mal beruhigen. Komm hier gleich raus. Okay. Bisschen enttäuschend gewesen. Jetzt sind wir einmal rumgegangen. Und da leuchtet noch was. Mein Schiffchen hat noch ein bisschen Energie und muss ein bisschen repariert werden. Okay. Ich will nur kurz. Ne? Was auch immer ihr mit mir machen wollt, ihr könnt es gleich tun. Ich bin furchtlos geworden. Was? Oh, guck mal. Und er steckt fest. Er kann mich nicht angreifen. Sehr schön. Hier sind noch ein paar Arme. Die nehme ich mit. Leichter komme ich an den Stuff nicht ran. Greifst du einfach mein Schiff an? Ich habe so das Gefühl, dass er nur ein Problem mit dem Schiff hat, aber nicht mit mir. Ja gut, wir sind voll. Was ist das noch? Zyklop-Maschinenfragment. Oh. Lass mich nur kurz. Danke. Oh Gott, wie viele Leute hier sind. Kann ich dich scannen? Darf ich? Das war jetzt nicht nett. Ja. Hans-Dieter. Meine ganzen Sachen, die da drin waren. Ich krieg die ja nicht mal wieder. Das ist ein Scheiß. Ja, gut. Ja, ist nicht schlimm, also. Ist nicht schlimm. Ich fahr nach Hause. Ihr seid alle scheiße. Ich bin sehr froh, dass ich diese Dinger da nicht reingetan habe. Holy shit. Ja gut, Freunde. Ich würde sagen, unser Schiffchen ist kaputt. Gut, shit happens, passiert. Ganz so schöne Material, was wir hatten, ist hinüber. Und wir sehen uns in der nächsten Folge und dann sind wir auch schon wieder zu Hause. Haut rein, euer Zero. Tschüss.